Итак, дорогие друзья, Meine lieben Freunde, wenn wir über die Freiheit sprechen, und man fragt ja heute auch schon, was ist Freiheit, müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass es zwei Dinge gibt. Punkt 1, in vielen Sprachen und in vielen Regionen fehlt die Kategorie der Freiheit überhaupt. Also Südasien, Ferner Osten, ja, natürlich, da Rezeption gibt es da so viel, wie es geht, aber klassisches Südasien kennt einfach die Freiheit nicht als Kategorie, weil seit 1300 ungefähr Südasien in der Kategorie des Karma, des Vorherbestimmtsein, oder dann der Ferne Osten in der Kategorie des Dao. Da gibt es keine Freiheit, da gibt Freiheit als negative Kategorie. Jede Freiheit ist ein Abweichen vom göttlichen Prinzip. Ich werde jetzt nicht in Details gehen, das ist noch ein großes Extra-Thema. Und erstaunlich, dass die westliche Welt, und unter der westlichen Welt verstehe ich nicht nur den modernen Westen oder auch den antiken Westen, sondern den Westen, auch das alte Ägypten gehört mit dazu, weil es da die Kategorie der Freiheit gegeben hat. Und die gibt es nach wie vor, auch ohne Details, nur so viel. Die antike Tradition, die sich selbst als Rezeptor über Zypern der ägyptischen Tradition gesehen hat. Und da entstand das Prinzip der Freiheit. Aber welcher Freiheit? Der Freiheit als Alternative der persönlichen Unfreiheit. Der Mensch kann frei sein oder Sklave. Das ist ein aristotelisches Prinzip, und da sind auch uns wenig behagliche Vorherbestimmtheit. Die Barbaren sind zur Unfreiheit verdammt, die Hellenen zur Freiheit. Und nicht sofort entsteht der Gedanke darüber, dass alles gar nicht so einfach ist. Und Epikur fasst die Sklaven bereits anders auf und nimmt sie in seine Gemeinschaft auf. Und die Stoiker, Zenon zum Beispiel, haben erklärt, dass die Kategorie der Sklaverei relativ ist und die der Freiheit auch relativ ist. Das ist schon sehr nahe am modernen Verständnis von Sklaverei und Freiheit. Aber wir gehen von diesem antiken Verständnis aus. Wir haben da zwei lateinische Worte. Eins ist ein Schimpfwort heutzutage, ich weiß nicht warum, weil das ist das Wort liberal, das kommt von liberalis, ein Mensch, der frei ist, der freie Mensch, der auch seine Gedanken frei äußert, sich am öffentlichen Leben beteiligt, sein Wohnort, sein Job und so weiter frei aussucht. Das ist ein Mensch vom Typ Liberalis, und die Alternative, der Gegensatz, das Antonym, das ist der Servilis, der Sklave mit einer Sklavenpsychologie, der nicht selbst wählt, der nicht das sagt, was er will, der nicht das tut, was er will, das ist ein Sklave. Verstehen Sie? Und Puschkin hatte mal gesagt, Sklave sein ist schändlich. Und die russische Gesellschaft hat sich eigentlich selber einen Todesstoß versetzt, Anfang des 18. Jahrhunderts, als sie die Sklaverei eingeführt hat, die Leibeigenschaft vollständig. Und das funktionelle Verständnis von Freiheit und Sklaverei wurde überwunden auf erstaunliche Art und Weise, und zwar im Christentum, im frühen Christentum. Wir verstehen immer noch nicht wirklich diese wunderbare Freiheitspredigt im Evangelium, im Johannes-Evangelium, in den Briefen des Apostel Paulus, wo Gott ist, da ist Freiheit, ihr seid zur Freiheit berufen, Gottes Kinder. Der Sklave ist frei in Gott.
Und frei ist der Knecht Gottes. Und das ist eine neue Sichtweite, die mit den Stoikern korrespondiert, aber nur in einem gewissen Maß. Warum? Weil die frühchristliche Theologie, wir kennen die entsprechenden Schriften und Kommentare, die zeigen, warum der Mensch frei ist. Der Mensch ist nicht frei, weil ein Hellene oder Barbare, also kein Barbare, weil, unfrei, weil er als Sklave gefangen genommen wurde in einem römischen Krieg oder weil er als Sklave geboren wurde, sondern der Mensch ist frei deshalb, weil er von Natur aus ein freies Wesen ist. Die frühchristliche Theologie hat die Idee herausgearbeitet, dass das Wichtigste, das Bild Gottes im Menschen die Freiheit ist. Und natürlich ein Derivat der Freiheit, schöpferische Fähigkeiten. Der Mensch ist Gott gleich, weil er frei ist. Darum, dass wir hätten, ich sage, die Stoiker, vor allem die mittleren, die späten Stoiker, waren da schon ganz dicht dran. Und die Neoplatoniker sind davon wieder abgewichen. Es wurde eine Idee formuliert, dass die Freiheit eine ontologische Eigenschaft des Menschen ist. Der Mensch, weil er Mensch ist, ist er frei. Und wenn wir uns die mittelalterliche Philosophie ansehen, die westliche oder die byzantinische Theologie. In Russland klang dieses Thema überhaupt nicht an, bedauerlicherweise. Das kulturelle Niveau in der Hinsicht war sehr niedrig. Das sehen wir. Man streitet nur über die Freiheit. Die Pariser Theologie, 13. 14. Jahrhundert und so, der Mensch ist frei. Und die Alternative der Freiheit ist die Vorbestimmung und die Unfreiheit des Menschen. Ist der Mensch frei oder nicht frei? Darauf baute die ganze mittelalterliche Diskussion im Westen auf. Freiheit und Vorbestimmung. Das ist das Haupt- oder einzige Thema, das Schlüsselthema der gesamten mittelalterlichen westlichen Philosophie bis hin zur Scholastik. Und das war alles natürlich auch gar nicht so einfach. Wir haben uns hier versammelt, um uns an zwei große Daten zu erinnern: 500 Jahre Reformation, 100 Jahre Revolution in Russland. Und die Reformation vor 500 Jahren hat einen seltsamen Umbruch kreiert. Die Reformation hatte ja begonnen, nicht im theologischen Bereich, nicht mal in der angewandten Theologie, die Wörterei von Luther gegen den Ablasshandel. Es ging darum, dass der Großteil des katholischen Klerus nicht so lebte, wie er predigte. Und die Theologie hat eigentlich kaum jemand bewegt. Aber da die Katholiken nicht zugeben konnten, dass man sie zu Recht kritisiert und die Protestanten Luther nichts sagen konnte, also da gab es ja noch andere Beispiele, die Franziskaner und so weiter, Askese-Beispiele. Darum ist alles in die Sphäre der Theologie verdrängt worden. Und welches Thema stand dann an erster Stelle? Während das die Freiheit. Erinnern Sie sich, was schreibt Luther über die Sklaverei des Willens, sein Hauptwerk, weil es wurde gesagt, der Mensch sei nicht frei, dass er versklavt sei. Und das war eine Antwort auf das berühmte Buch von der Freiheit des Erasmus von Rotterdam. So. Und wir in Russland verstehen nicht immer, dass das Hauptthema gewesen ist. Und die Freiheit wurde zurückgeworfen. Die Freiheit als ontologische
Eigenschaft des Menschen wurde während der Reformation weit weggedrängt, nicht nur durch Luther, durch Calvin noch mehr als durch Luther. Die Freiheit wurde von der Gesellschaft quasi abgelehnt in Europa und wir sollten verstehen, warum. Das klingt ja alles durchaus seltsam, weil wir haben uns alle daran gewöhnt, dass der Weber, der Geist des Kapitalismus aus der protestantischen Ethik oder Theologie. Und da geht es um die Freiheit, um Konkurrenz, um politische Freiheiten. Ohne das gibt es keinen Kapitalismus. Aber wenn wir Luther und Calvin uns ansehen, die sagten, nein, der Mensch hat keine Freiheit. Und der Schluss daraus, ich werde jetzt Weber nicht lange analysieren, die Schlussfolgerung Max Webers ist für mich sehr, sehr zweifelhaft. Mehr als das, der Prozess verlief ganz anders, meiner Ansicht nach. Und eine ganz große Bedeutung hatte die historische Erfahrung, weil die Ablehnung des katholischen Mittelalters, auch durch viele Katholiken selbst, da werde ich noch darauf zurückkommen, passierte, weil das eben sittlich nicht angemessen ist. Und das bedeutet, dann ist auch die Lehre nicht richtig. Die Lehre des Aristoteles mit dem Freiheitsprinzip wurde abgelehnt. Die Katholiken haben gesagt, nein, von den Protestanten rede ich gar nicht. Das hat man einfach außerhalb der Klammern gestellt, weil nämlich die Freiheit ein schweres Joch ist. Freiheit zu predigen ist wirklich schwierig. Es ist viel einfacher, in einer Welt der Notwendigkeiten zu leben. Heute wurde ja schon gesagt, wenn andere für dich die Entscheidung treffen und plötzlich Freiheit und die Freiheit abzulehnen und zu sagen, dass wir destiniert sind zur Erlösung oder zum zivilisatorischen Durchbruch oder zum Klassenerfolg, dass wir vorherbestimmt sind, die höhere Rasse zu sein. Das geht ganz einfach. Durch jemanden, durch die Natur hat uns das alles vorherbestimmt. Viel schwieriger ist es zu sagen, dass unsere Zukunft, meine persönliche Zukunft, die Zukunft meiner Gesellschaft, meiner Stadt, meines Landes und der ganzen Welt von mir abhängig ist. Nicht von jemandem anderen, sondern von mir. Und das ist die furchtbare Last der Freiheit. Wahrscheinlich kennen Sie diesen berühmten Roman von Strugatsky, Gott sein. Gott zu sein, das ist sehr kompliziert. Und frei zu sein, das ist auch viel zu kompliziert. Deswegen wollte man dieser Freiheit wegdrängen. Diese Abneigung zur Theologie, zur Scholastik, die ist dadurch bedingt, dass man Angst vor der Freiheit hatte. Aber andererseits hängt damit ein ganz rein historischer Moment, den wir in Russland total unterschätzen. Die Reformation hat eine Kette von Religionskriegen zutage gebracht, auch Bürgerkriege. Calvinismus, Hugenotten in Frankreich oder Deutschland, der Bauernkrieg, auch internationale Kriege, also Kriege in Spanien gegen Holland und so weiter und so fort. Bei diesen Kriegen, die praktisch sofort nach 5 Jahren dieser bekannten Erklärung von Luther 1517 begonnen haben. Also diese Kriege dauerten bis 1658, bis die Revolution in England angebrochen war. Und in dieser Zeit sind in Europa sehr viele Menschen an Kriegen gestorben, an Hunger, an Krankheiten, in anderem Leiden. Und man setzt voraus, dass 25 bis 45% der Bevölkerung damals verstorben waren. Also dieses Schrecken des Kommunismus ist kaum vergleichbar mit dem, was damals war. Und das hat das Bewusstsein von Menschen verändert. Thomas Hobbes, wie Sie wissen,
wurde er nicht ganz ausgetragen, denn seine Mutter hat die spanische Armada gesehen und hat einen Schrecken davor bekommen. Und da Thomas Hobbes hat dann gesagt, dass mein Doppelgänger Angst war. Zusammen mit mir wurde Angst geboren. Und das schreibt er in seiner Biografie, in seinem letzten Lebensjahr. Und in seinen Augen ist ein Mensch, der die Freiheit nicht möchte, das ist ein verschreckter Mensch. Descartes hat die Theologie gehasst, denn die Theologie hat zum Tod von unzähligen Menschen geführt. Dieser Konflikt wurde als Konflikt von theologischen Ideen wahrgenommen. Das fiel natürlich alles auf den fruchtbaren Boden, der Beginn einer wissenschaftlichen Revolution. Und diese alte Theologie, dieses alte Verständnis vom Menschen, sie wurde weggedrängt. Wodurch wurde es ersetzt? Durch die Verneigung der menschlichen Freiheit. Descartes, Malebranche verneinen faktisch die Freiheit des Menschen. Der Mensch ist ein Uhrwerk. Der Mensch ist ein Wesen. Das ist die Lieblingsidee von Descartes. Der Mensch, das ist ein Wesen, in den vom Gott bestimmte Ideen reingelegt worden waren. Und die Gesellschaft kann wie ein mechanisches System organisiert werden. Das ist die Hauptidee. Und wo bleibt hier der Raum für die Freiheit? Aber interessant ist, dass die Freiheit bloß eine andere, also diese Freiheit verschwindet von der Theologie und geht in den Bereich der Politik über. Und in erster Linie fixieren wir unsere Aufmerksamkeit auf den englischen politischen Gedanken, in erster Linie auf Hobbes. Es gibt sehr viele Widersacher, es gibt sehr viele Menschen, die dem widersprechen. Hobbes, er geht doch nicht davon aus, dass bestimmte autoritäre Regime vorbestimmt sind. Er denkt, dass das ein vernünftiger Vertrag zwischen Menschen ist. Menschen müssen vereinbaren. Also der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass Menschen vereinbaren, dass eine Person, ein Monarch, ein Regent alles lenken und verwalten soll, bis hin zu religiösen Ansichten. Und die Idee dieses Gesellschaftsvertrag findet sich auch bei Locke, bloß er geht von einer anderen Position. Er liegt nah an Descartes, aber er verneint diese Idee der implantierten Gedanken. Locke ist ein prinzipientreuer Anhänger dessen, dass Menschen man erzogen kann. Menschen werden von der Gesellschaft erzogen und die Freiheit ist eine natürliche Form, aber das ist bei weitem keine Idee der Freiheit, sondern die Freiheit wie eine wirkliche Tatsache des Lebens, genauso wie das Eigentum. Also die Ideen des Eigentums, die Ideen der Freiheit, die werden in einen Menschen nicht hineingelegt, sondern diese Ideen, die werden anerzogen bei einem Menschen. Und das Optimalste dabei ist die Form, die wir jetzt als demokratisch bezeichnen würden. Warum? Darum. Erstens, der Mensch schafft selbst seine Welt, in der er Verantwortung trägt. Und in dieser Welt schafft er seine eigene Welt von Ideen. Mensch
nicht nur durch diesen Gesellschaftsvertrag, sondern auch durch das stetige Funktionieren in irgendwelchen Strukturen, Parlamenten, schafft seine eigene Welt durch die Verabschiedung von Gesetzen und bewertet die Situation der Menschen oder bestraft die Situation, jene Menschen, die von dieser Situation abweichen. Locke hat sehr viel damit zugebracht, zu behaupten, dass die Erziehung einen Menschen zu einem vollkommenen Menschen machen kann. Und Locke ist ein eigentlich sympathischer Mensch und er hat ja junge Gentlemen und Damen belehrt und hat das vielleicht auch richtig gemacht, aber das, was er behauptet hat, wäre eine furchtbare Zukunft. Und Locke hat aber keinen hochqualitativen Menschen gesehen. Er hat gesehen, dass noch Gesellschaften, noch Monarchien qualitativ hoch sind. Er hat Karl den Ersten gesehen, er hat den Jakobus den Zweiten gesehen, gegen den er übrigens vorgegangen war, als er der Anhänger dieser ruhmreichen Revolution in England war. Er wusste über die Mängel eines Menschen und deswegen war es für ihn absurd, für immer einen einzigen Monarchen zu wählen. Der Absolutismus und der Liberalismus sind für ihn kombinierbar, aber der Absolutismus ist kein politisches Konstrukt, das ist ein persönliches Konstrukt. Der Mensch ist für sich selbst das absolute Zentrum, das Entscheidungen trifft und das diese Entscheidungen später an die Gesellschaft transportiert. Hobbes sagt dabei, du kannst zusammen mit der Gesellschaft und mit der Mehrheit sein oder du kannst gegen die Mehrheit vorgehen. Du kannst in einen Krieg mit der Gesellschaft eintreten und diese Gesellschaft wird entsprechend reagieren. Du bist aber frei, deine Wahl zu treffen. Dabei weißt du, dass bei der zweiten Variante es dir schlecht ergehen wird. Also für Locke, der ein gläubiger Mensch war, er ist Anglikaner. Und die Idee der Freiheit blieb für ihn in der Peripherie. Was ihn interessiert, ist die politische Freiheit. Er verneint natürlich nicht diese theologischen Grundlagen, aber was passiert sehr schnell? Sehr schnell passiert die Erosion der Religion und zwar es kommt zu einem Schock, bedingt durch diese Kriege, die auf der Grundlage der Religion im 16. Jahrhundert geführt worden waren. Dieser Schock war so immens, dass man sich der Aufklärung zugewandt hatte. Die Aufklärung ging davon aus, man kann Menschen alles beibringen. Das muss ein anderer Mensch sein. Klar, die Französische Revolution, die Enzyklopädie von Diderot und Lambert und danach ein unvollkommener Mensch versucht etwas anderem unvollkommenen Menschen etwas beizubringen. Und wir sehen eine sehr starke, schnelle Degradierung eines Menschen. Da halten sich Menschen für einen sehr hohen Wert und das halten sich für das Zentrum dieses Wertes und vergessen dabei andere. Napoleon bildet um sich herum seine eigene Welt und das Ende dieser Welt ist sehr tragisch. Das 20. Jahrhundert, da sehen wir das Aufblühen von Ideen, wenn eine Person die Gesellschaft bilden kann durch seine Lehren, durch seine Ideen. Das könnte zum Beispiel Marx sein, das könnten Nationalisten sein, jede beliebige Person. Und das 20. Jahrhundert, das ist das Jahrhundert der Befreiung von der Moral. Was ist die Moral? Die Moral, das ist die Reste eines onkologischen Wesens eines Menschen. Der Mensch an sich versteht, was man darf, was man nicht darf.
Was sagt Hitler? Ich befreie euch von der Moral. Was sagt Stalin bei der dritten Sitzung des Komsomol? Ihr müsst eine neue Klassenmoral haben. Die alte Bourgeoisie-Moral neigt sich seinem Ende. Und das führt letztendlich zu einer Katastrophe. Und das 20. Jahrhundert kann man nicht anders als eine Katastrophe bezeichnen. Es gab kein einziges Jahrhundert, das genauso schrecklich wäre als das 20. Jahrhundert. Und Russland spielte in diesem Blutkonzert. Ich habe Angst, das zu sagen, aber Russland hatte die erste Geige gespielt, bestimmt die erste Geige gespielt in Bezug auf das eigene Volk und in Bezug auf die gesamte Menschheit. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, müssen wir uns eine Frage aufstellen. Und zwar, gibt es überhaupt eine Chance, irgendetwas zu verändern? Beginnend mit der Epoche der Reformation, egal wie alles schön erscheint, also bis Ende des Zweiten Krieges hatten wir eine bloße Degradierung der postchristlichen Welt. Und selbst solche Länder wie die USA, selbst mit ihrem Bill of Rights und auch mit der zweiten Veränderung in die Verfassung, die hatten nichtsdestotrotz die Sklaverei, und diese Sklaverei wurde moralisch gesehen erst vor kurzem überwunden. Und man hätte hoffen können, dass nach dem Zweiten Weltkrieg etwas neu beginnen sollte. Und hier muss man den Menschen in Erinnerung rufen, dessen Namen die Stiftung, in der wir heute sind, trägt. Denn es war eine hervorragende Persönlichkeit. Er war Bundeskanzler eines Landes, das als Verlierer aus dem Krieg hervorgegangen war, und trotzdem hat dieser Kanzler folgendes Wort in den Mund genommen. Das ist die Rückkehr zum christlichen Verständnis des Menschen. Das ist nicht die Rückkehr zu irgendwelchen politischen Grundsätzen, nicht die Rückkehr zum Humanismus. Seine Partei, die er angeführt war, war christlich-demokratische Partei. Das war die Partei, die versucht hat, diese christlichen Werte zurückzubringen. Was war denn das? Wir sehen das ganz klar heute. Erstens, dass es das... Entschuldigung, ich habe jetzt dieses Buch mitgebracht, um nicht nur es Ihnen zu zeigen. Ich wollte Ihnen einen Abschnitt vorlesen, und zwar die Bestimmung der Freiheit bei Locke. Und diese Bestimmung ist grundlegend. Zwei Wege eröffnet diese Bestimmung. Der Weg zur Nicht-Freiheit, zur Unfreiheit. Locke irrte sich, indem er sagte, dass der Mensch ein halbsoziales Wesen ist. Descartes hatte recht bei diesem Streit. Andererseits war Locke richtig, was seine Intuition in Bezug auf die Freiheit war. Und deswegen, also Freiheit und Gesetz stehen hier zusammen. Das Ziel eines Gesetzes ist nicht die Vernichtung und nicht die Beschränkung, sondern die Bewahrung und die Erweiterung der Freiheit. In jeder Form von Lebenswesen, die imstande sind, Gesetze zu haben, gibt es Freiheit. Die Freiheit, die Gesetze bestehen dafür, um die Gewalt seitens der anderen zu beschränken. Und die Freiheit ist keine Freiheit für jeden Menschen, das zu tun, was er will. Die Freiheit stellt die Freiheit eines Menschen dar,
sei über seine Persönlichkeit, über sein Eigentum frei zu verfügen, und zwar im Rahmen jener Gesetze, dem er sich unterwirft, ohne dass er sich dem despotischen Willen unterzieht, sondern frei seinem Willen folgt. Das ist das zweite Buch mit Überlegungen zum Staat, zum Government. Und dieser Grundsatz, den ich artikuliert habe, ist sehr wichtig, sich dem Willen eines Despoten nicht zu unterziehen, sondern selbst an solchen Gesetzen zu arbeiten, die es möglich machen, seine eigene Freiheit und die der anderen zu schützen. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass wir einen unvollkommenen Menschen haben, der zutiefst verdorben ist, aber nichtsdestotrotz muss er die Freiheit haben, die durch Gesetze beschränkt ist, die auch übrigens von ihm verabschiedet ist. Und in dieser eingeschränkten Plattform, Menschen beschränken einander durch ihren unvollkommenen Willen, und nichtsdestotrotz wäre der Mensch imstande, eine anständige Gesellschaft zu formulieren. Freiheit nicht außerhalb des Gesetzes, sondern unter dem Gesetz. Und das dritte Prinzip, des Gesetz als sittliche Kategorie, die uns innewohnt. Und Sie wissen, das deutsche klassische Recht vor Carl Schmitt hat immer behauptet oder ist davon ausgegangen, dass Recht und Gesetz unterschiedliche Dinge sind. Das Recht ist das, was uns innewohnt, und das Gesetz ist das, was von anderen gemacht wird. Und ein Gesetz kann Unrecht sein. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Gründe in uns liegen. Das ist ein großes drittes Prinzip, dass die Wiedergeburt der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglicht hat, die Erziehung als Öffnung des Menschen und nicht als Herausbildung des neuen Menschen, wie wir alle in der Sowjetunion gesagt haben, sondern die Öffnung des Menschen, dass dieses innere Potenzial geöffnet wird, seine innere Tiefe geöffnet wird, und dann die ontologische Begründung der Freiheit, das ist das Verständnis deiner Gottgleichheit und der kolossalen Verantwortung, die damit einhergeht, weil das Göttliche perfekt, vollkommen sein muss. Und diese Intention, das war nicht nur Konrad Adenauer, Schumann in Frankreich oder Mendozetti in Italien, eine ganze Plejade von Denkern, Buchmann in den USA, eine ganze Plejade von Denkern, diese Alternative für Europa vorgeschlagen haben. Diese Alternative ist vergessen oder wird angezweifelt, wird aber nur in ihr, und nur in ihr liegt die Grundlage der europäischen Zivilisation und eigentlich der menschlichen Zivilisation, Impulse für die Wissenschaft, die Technologie, die von Europa ausging. Man darf nicht vergessen, wo diese Impulse herkamen. Der europäische Mensch war der Impulsgeber, der sich als freien und verantwortungsvoll gleichzeitig begriffen hat. Und ich möchte diesen Vortrag, den Sie vielleicht schon überhaben, mit Worten enden lassen, wo zwei große Prinzipien der europäischen Zivilisation und der antiken, der vorchristlichen, also Hellas und das christliche Rom, aufeinandertreffen. Sie wissen ja, Pythia und Apoll gesagt haben, erkenne dich selbst im Tempel von Helphi. Und der göttliche Augustinus sagte, liebe Gott, und danach kannst du tun, was du willst. Und für das zukünftige Europa muss man das vereinigen. Erkenne dich selbst und tu, was du willst. Darin besteht unsere Aufgabe.